Wieder macht eine Fleischtheke in Fürstenwalde dicht. Am 24. Februar schließt die Fleischerei von Uwe Lubasch ihr Geschäft in der Jahnstraße. Auch die Fleischerei Ranzig im Rathauscenter ist schon seit einiger Zeit zu. Der Grund: Personalmangel, heißt es. Anders sieht es in der Fleischerei Gerhard aus. Hier ist noch genug Personal da. 14 Mitarbeiter werden hier beschäftigt. Trotzdem weiß man um das Problem. Fachleute werden immer gesucht. Ich denke, das große Grundprinzip ist einfach, dass keine Fachkräfte da sind und auch keine Fachkräfte nachkommen, schon angefangen von der Ausbildung. Die Versäumnisse wurden nach Ansicht des Fleischermeisters schon vor vielen Jahren gemacht und sind jetzt kaum noch aufzuholen. Es geht nicht nur, dass Leute nur studieren und nur vom Rechner ihr Geld verdienen wollen, und es muss auch noch Handwerk geleistet werden. Die Fleischerei Gerhard wird es aber weiterhin in Fürstenwalde geben, denn der Sohn wird als Fleischermeister den Betrieb übernehmen.